der dritten Woche von meiner Wettkampfvorbereitung. Diese Woche startet es leider nicht ganz so gut und ich kann auch nicht ganz so sportlich für euch beginnen, weil ich komme gerade vom Arzt und habe jetzt doch wieder, einige haben es vielleicht schon auf Instagram gesehen, stärkere Probleme mit meiner Lunge und meinem Asthma. Bei mir wurde im September Asthma festgestellt, nachdem ich länger jetzt im Sommer schon immer Husten hatte und lange erkältet war. Und deswegen kann ich euch mal zeigen, habe ich jetzt hier das volle Programm an Medikamenten erstmal bekommen. Ich muss jetzt ein Antibiotikum nehmen und habe so Codein-Husten-Blocker bekommen. Deswegen ist diese Woche wahrscheinlich erstmal kein Training angesagt. Und wir haben auch meine Lunge geröntgt. Kann ich euch auch mal zeigen. Einmal hier von vorne und einmal meine Ansicht von der Seite. Und ja, das Gute hier immerhin, also die Röntgenbilder sehen sehr gut aus. Es ist kein Lungenkrebs, es ist keine Lungenentzündung und es ist jetzt wohl eine Verbindung irgendwo von einer Erkältung, irgendwas an den Bronchien und meinem Asthma, was ich so oder so habe. Gegen das Asthma nehme ich eben hier dieses, so ein Cortison-Spray habe ich da zur Behandlung. Das Gute ist, das Cortison nehme ich nicht in Tablettenform, weil von Cortison nimmt man ja gerne auch mal zu, beziehungsweise zieht Wasser und in dem Fall geht das Spray direkt auf die Lunge und wird dort auch wieder abgebaut und wirkt nur dort und wird nicht über die Leber und die Nieren irgendwo in den Körper gelangen, sodass man da keine Nebenwirkungen auf jeden Fall hat. Ich schaue jetzt aber wirklich, dass ich mich schon, das will ich euch auch empfehlen, also wenn ihr mal krank seid, nehmt euch wirklich eine Auszeit, ruht euch aus, bis ihr wieder fit seid. Nicht, dass ihr irgendwas verschleppt, es hinterher noch schlimmer macht. Und auch bei mir, es ist jetzt zwar Wettkampfvorbereitung so gesehen, aber es sind noch über 15 Wochen bis zum Wettkampf. Deswegen, ich habe nach wie vor immer noch sehr viel Zeit. Es läuft alles ganz gut. Jetzt so langsam geht mein Gewicht auch ein bisschen runter. Nachdem ich das letzte Mal mir gesagt hatte, dass ich noch zugenommen habe, geht es jetzt langsam ein bisschen bergab. Deswegen bin ich zuversichtlich und mache mich nicht verrückt, mache mir keinen Stress. Freue mich eher darauf, dass es weitergeht. So, ich komme jetzt gerade vom Lungenarzt und es gibt mal wieder ein kleines Gesundheitsupdate. Da ich ja die Woche wieder Probleme mit dem Husten hatte und nicht trainieren konnte, war ich jetzt hier wieder beim Arzt und ja, genau wissen wir noch nicht, was es ist. Mir wurde Blut abgenommen und es wird auch ein Abstrich gemacht vom Mund und wir schauen jetzt, ob es was Bakterielles ist, was ich habe oder was sonst nicht mit mir stimmen könnte. Also rein asthmabedingt ist es anscheinend wohl nicht und irgendwas muss noch zusätzlich jetzt gerade da sein, was mein Hals, meine Bronchien mitnimmt und mich ja, außer Gefecht setzt. Ich habe einen Tag versucht zu trainieren diese Woche. Das hat nicht sehr gut geklappt, also ich war sehr fertig. Außerdem noch ein kleiner Tipp für euch. Also wenn ihr auch Kreatin nehmt, dann sagt das am besten dem Arzt bei der Blutabnahme, weil das letzte Mal habe ich es nicht gesagt und wurde ich ganz ernst empfangen dann bei der Kontrolle. Also als es um die Ergebnisse ging und dann alle Sorge, dass irgendwas mit meinen Nieren nicht stimmt, weil durch die Kreatineinnahme steigt der Kreatininwert im Blut extrem an und das ist eigentlich ein Zeichen für eine Nierenunterfunktion, glaube ich, oder irgendeine Nierenkrankheit. Und wenn man da vermerkt ist, dass man viel Kreatin nimmt, dann wird es aufgenommen. Der Wert steigt auch schon dadurch, wenn man mehr Fleisch isst und viel Eiweiß zu sich nimmt. Deswegen, das ist schon ein Zeichen und noch Kreatin auf jeden Fall Bescheid sagen. Dann kann auch auf einen zweiten Wert getestet werden, der nicht vom Kreatin beeinflusst wird. Und dann sieht man sehr schnell, ob mit den Nieren alles in Ordnung ist. Und ich komme jetzt gerade aus der Apotheke, habe hier ein neues Antibiotikum bekommen. Das heißt, die nächsten 5 Tage erstmal wieder kein Training und hoffen, dass wir jetzt was haben, was gegen den Husten anschlägt. Und wir gehen jetzt erstmal was essen, damit ich auch direkt mit der Einnahme starten kann, dass ich was im Magen habe. Und machen unser kleines Dream Team Fitness Weihnachtsessen. Wie ihr gerade gesehen habt, kam mal wieder ein neues Paket von meinem Sponsor, Stay Focused. Und zwar ist einmal dabei hier mein Whey Protein. Es geht gerade auch schon leer. Da habe ich die letzten Male immer Strawberry, also Erdbeergeschmack. So, stellt er scharf, ja. Dann habe ich ein paar Protein Chips. Die sind gerade jetzt in der Diät, super zum Snacken. Da habe ich auch schon alles Mögliche durchprobiert und die von God 7 sind da wirklich mit die besten. Schmecken wirklich wie echte Paprika Chips und von den Nährwerten her
So, wie viel? Eine Tüte hat 50 Gramm, 200 Kalorien und insgesamt 20 Gramm Eiweiß in der Tüte und nur, wo sind die Fette? Nur 5 Gramm Fett. Dann haben wir das Daily Vitamin. Das sind meine Standardvitamine. Ist das einzige Vitaminpräparat, was ich so nehme, eine Tablette am Tag. Und hier, wie ihr seht, sind alle gängigen Vitamine eigentlich in einer ganz guten Dosierung dabei. Ist man gut abgedeckt. Vieles nimmt man eh über die Nahrung zu sich, aber so gehe ich da auf Nummer sicher. Und ja, gerade jetzt in der Winterzeit ist es wirklich empfehlenswert zu schauen, dass man wirklich ausreichend mit Vitaminen versorgt ist. Dann habe ich noch, ja, noch ein Vitamin sehe ich gerade zusätzlich. Vitamin D3, einfach im Sommer jetzt, wenn man nicht so viel an der Sonne ist, für die Stimmung, für die Gesundheit einfach super wichtig. Es bildet sich sonst nur, wenn man in die Sonne geht und das ja hier in Deutschland im Winter nicht sehr sonnig ist, beziehungsweise man ja nicht viel draußen in der Sonne ist. Super empfehlenswert, das auch nochmal separat zu sich zu nehmen, um einfach hier ausreichend versorgt zu sein. Jetzt was ganz Besonderes und zwar ganz neu gibt es ihn wieder, Suicide Booster. Ja, war lange ausverkauft, ist wirklich, bin ja so ein kleiner Booster-Junkie, muss ich sagen, und es soll ein sehr harter Booster sein, deswegen empfehle ich es wirklich nur Leuten, die Erfahrung mit Boostern haben. Alle, man muss so oder so dafür über 18 sein und ich werde es mal testen und dann vielleicht in einem separaten Video euch nochmal eine Review dazu geben, wie der ist, ob ich euch den wirklich empfehlen kann. Bisher habe ich nur sehr Gutes darüber gehört und wie gesagt, der war lange nicht verfügbar, jetzt ist er ganz neu wieder da. Deswegen freue ich mich drauf, den mal zu testen. Falls ihr Fragen zu irgendwas von der Bestellung habt oder auch zu anderen Subs, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich da nochmal einzeln drauf ein.